Erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog und same procedure as every day. Wir sind vom Naturteich zurück. Makoto präpariert die Fotografierwanne, seine Messwanne und in Kürze geht es dann auch los, dass wir die 40 Kashirama-Wari, die wir heute abgefischt haben, respektive wir haben ja insgesamt rund 80 Karashi-Koi abgefischt und 40 davon sind Kashirama-Wari und davon nochmal wieder geschätzt um die 10 Uritakunai-Koi, also Fische, die er jetzt momentan nicht verkaufen will. Und die schönste Nachricht des Tages ist wirklich, dass nach den wirklich vielen, so circa 20 Flossenverletzungen von gestern, dass heute kein einziger dabei war, dass man es jetzt wirklich wusste, das muss irgendwas im Naturteich gewesen sein, wo die sich Aua gemacht haben. Und ich habe es gerade im Truck nochmal mit Makoto gehabt. Es ist sicher, nächstes Jahr gehen keine Karashi-Koi mehr nach Ippon Matsu. Ich habe es Ihnen am Naturteich schon erklärt, das ist natürlich alles ein Riesenverlust und das ist scheiße und das muss alles überhaupt nicht sein. Und ich glaube, heute werden wir aus dem Grund auch mehr von den Koi haben, die er erstmal nicht verkaufen will. So, was gibt es da noch zu sagen? Die Größe schätzen wir, dass sie ungefähr gleich ist. Und ansonsten schauen wir uns jetzt einfach geile zweijährige Karashi-Koi an. Wir werden Ihnen wieder von den besten und von den sehr guten welche zeigen und Ihnen einfach die Unterschiede näher bringen. Und schon der zweite Koi scheint der beste von gestern und heute zu sein. Makoto sagt, gestern war sowas nicht dabei und heute wird auch kein zweiter dabei sein. 69 cm, somit auch der größte. Kino Rokuchukyu Arimashita? Nein. Das ist ein Brett, Naniga Tokubetsuna. Gerade sagt er, das ist eine ganz besondere Körperform und ich frage ihn jetzt, was da besonders ist. Karadano Line. Also die Körperlinie und Spiegel ein bisschen. Das spiegelt aber keine Rolle. Okay, das war jetzt, der war, boah, Alter. Marc, der war flach, gell? Also, die Farbe ist gut. Fangen wir von hinten an. Der Kopf ist dick, der Körper ist breit, Schwanzansatz ist breit. Er ist hoch und er ist hier am Rückgrat auch noch breit. Ano futoi no, sono koshi no hone? Are wa imi wa? Also, wenn er hier ein dickes Rückgrat hat, dann ist er kräftig, dann ist er stark und dann bekommt er in der Regel auch keinen Hängebauch. Und das war jetzt auch ein neuer Aspekt, wobei man muss sagen, es täuscht etwas, weil er gerade aus dem Wasser guckt hier oben. Also wenn er im Wasser ist, sieht es auch anders aus. Also, das ist wahrscheinlich Araba Kashira, ne? Kashira Mabari, Manai, Kashira des. Karashi no Kashira. Also, der beste zweijährige Karashi 2019 und wird nicht verkauft. So, hier haben wir den zweiten Uritakunai und das ist jetzt mal interessant. Auch der wird nicht verkauft und wenn Sie jetzt einfach nochmal zurückspulen und die Körperform von dem mit dem davor vergleichen, dann wissen Sie, was den davor ausgemacht hat. Sowohl die Körperhöhe, also Sie sehen das hier am Rückgrat, die Kopfgröße, die Stärke des Schwanzansatzes, einfach alles. Das Einzige hier ist, Mayuri, ano iru wa koko wa kirei, ne? Demo karada wa zenzen jigau, ne? Mai no sugoi. Nan demo ii. Ano atama no katachi, taiko toka ozutsu, nan demo, ne? Bodyline. Und da sieht man selbst im obersten Bereich, bei den obersten Koi, da wo es darum geht, und selbst hier Rückgrat auch ein Riesenunterschied. Im obersten Bereich, bei den Fischen, die der Züchter nicht verkaufen will und sie selber groß machen möchte, gibt es derart große Unterschiede. So, und jetzt zeigen wir einfach mal im Kontrast einen der günstigeren oder von der günstigsten Preisklasse, die hier mit in den Shop gegangen sind. Und da sehen Sie wieder wie gestern einen spitzeren Kopf, einen Körper, der hinten stärker einfällt, einen dünneren Schwanzansatz. Also von allem einfach weniger und die gehen in den Verkauf. Also, und auch er kann 100 cm werden, das ist das Problem nicht, aber es ist halt auch immer die Frage, wie perfekt sieht der Körper nachher noch aus.
wenn so ein Koi mal auf Größe gewachsen ist. So, und hier zeigen wir Ihnen einen der Preisklasse zwischen dem davor und zwischen denen, die nicht verkauft werden. Kostet knapp das Doppelte wie der davor. Man sieht einen größeren Kopf, einen stärkeren Körper, aber auch im Vergleich zu den Koi, die er nicht verkaufen will, ein Körper, der sich nach hinten etwas stärker verjüngt. Also so wie man sagt, Bodyline. Und die Bodyline ist bei dem nicht ganz so optimal. Er hat auch ein gutes Rückgrat, eine gute Höhe. Die mögliche Größe ist auch 100 cm, aber halt nicht in derselben Perfektion wie die Koi, die gerade nicht verkauft werden. Die Farbe ist sehr schön. Also Farbe und Kopfform sind die Stärken. Ja, und weil Sie jetzt schon so viele erklärt bekommen haben, machen wir mal 5 Stück hintereinander, wo Sie selber raten dürfen. Ist es die günstigste Preisklasse, die mittlere oder unverkäuflich? Achten Sie auf die Kriterien, die wir immer wieder sagen. Und wir lösen auf, es ist die günstigste Preisklasse. Kopf etwas zu klein, etwas zu schmal. Also Kopf ist zu klein und dadurch auch der Körper nicht breit. Also die untere Preisklasse. Ja, kommen Sie, ich spiele eine Runde mit. Makoto hat noch nichts zu mir gesagt. Der ist irgendwo zwischen der mittleren Preisklasse und unverkäuflich. Arwa Mutsukashi. Ano koko kara uritaku nai, ne? Also auch Makoto überlegt noch. Ich habe gesagt, er ist zwischen der mittleren und der oberen. Jetzt habe ich ihm natürlich nicht die Chance gegeben, groß mitzuraten. Er hat einen super Kopf. Verjüngt aber hinten ein bisschen Karada wa Atama wa Subarashi. Demo koko wa Bodyline wa chotto ne. Hai, kochi. Manaka. Uritaku nai wa nai ne. Also, ist die mittlere Preisklasse, aber mit Tendenz nach oben und das liegt einfach an der Körperlinie, die hinten etwas zu dünn zuläuft. Makoto versorgt noch den anderen gerade. Und dann können wir den hier schon mal. Und Nansenji, jetzt fragen wir ihn erstmal, wie groß das ist, dass wir überhaupt wissen, von was wir hier sprechen. Oh. Also 68, der zweitgrößte. Und was glauben Sie? Haben Sie Ihren Tipp abgegeben? Ich sage, der ist unverkäuflich. Uritaku nai, dann ne. Oh, er überlegt noch. Man könnte sich jetzt ein bisschen schlank reden. Chotto hosoi desu ka? Ne, da hat er kein Problem mit. Ah, yogata. Also, unverkäuflich und demo mai yuri warui, ne? Warui war nein, demo. Mai yuri shita. Also, zu den anderen Uritakunai ist er da etwas drunter. Chotto hossoi, ne? Da fehlt es einfach etwas an Körperhöhe. Sie sehen, der hat auch keinen Stiernacken. Und das ist eines der Geheimnisse für Koi, die später mal Volumen aufbauen. So gibt es zum Beispiel von den reinen Asagi-Blutlinien kaum welche mit Stirnacken und die sind dann alle relativ schlank. So, gucken wir uns gleich der nächste an. So, hat einen Stirnacken, hat einen kleinen Kopf. Wirkt auch nicht besonders lang. Ich sag, die unterste Preisklasse, Kochi. Ja, Kekui. Jetzt kriegen einen Einlauf. Also
So, du weißt, was ich meine. Так вот, да, что будем отдавать, что до часа гиру. Да, что будет? Ури так не? А за эффект и Körperform ist super und mit der Kopfform hat auch keinen Stress. Sie sehen jetzt im Vergleich zu vorher, hat Stirnacken. Aber er überlegt auch. Ja, ich war da voreilig, der ist gut. Warte mal, was schon mit Chikai, ne? Nein, Mesagi, ne? Also Mesagi, Augenlinie nach vorne ist zu kurz. Also wenn Sie hier am Auge eine Linie rüberziehen, ja, das geht jetzt nicht. Und dann vor zum Maul gehen. So, also mittlere Preisklasse. Bin ich daneben gelegen? Ja. Ja, Makoto hat ihn jetzt in der Wanne nochmal angeguckt und dann, ich muss ehrlich sagen, ich habe mich da zu schnell von einer vermeintlich schlechten Kopfform leiden lassen. Also ihn jetzt hier in der großen Wanne hat schwimmen sehen, hat er gesagt, nix, wird nicht verkauft. Ori Takunai. So, damit zieht er jetzt um, nach hinten und nachher hoch auf die Farm. Jetzt laufe ich gerade hier, ist genau der nächste. Laufe hier an die Wanne, guck da rein. Und sagt, das ist doch genau das Gleiche. Der hat Hontoni Ano Karada Maniteru, ne? Hontoni Futago des. Futago sind die Zwillinge. Auch geiler Stirnacken. Etwas kleiner Kopf, aber geile Körperlinie, Schwanzansatz. Hi. Maiwa Urita Kunai Datara Aremo. Also, auch er ist unverkäuflich. Ja, das passt schon. Ja, den hast du gut gezüchtet. Ja. So, und jetzt haben wir gleich den nächsten Wackelkandidaten. Größe ist gut, Länge denke ich auch, Nansenji. Aber machen Sie sich selber mal Gedanken, wo Sie ihn einordnen würden. 67 cm, also einer der großen. Aber hier ist jetzt tatsächlich der Kopf in Relation zum Körper etwas zu klein und auch zu schmal. Also sowohl Mesagi, das heißt die Augenlinie vor zum Maul, und auch Mehaba, der Augenabstand, ist beides etwas zu kurz und von daher die mittlere Preisklasse. So, hier haben wir den nächsten und da ist die Farbe vorzüglich. Jetzt machen Sie sich noch mal kurz Gedanken. Und ein bisschen von mehreren Perspektiven. Und ich sage, es ist die mittlere Preisklasse. Und Makoto sagt, Nani? Natabairo Gatsuki, ne? Also er mag die Färbung und die Körperlinie ist nicht schlecht. Demo Taikoa Mario Kunai. Wo ist Juni. Sassin Torua, Sassin Totanoa, Juni. Jetzt macht er sich gerade Gedanken darum, wie viel hat er schon, wie viel haben wir fotografiert, das sind 12. Uritakunai. Also, er erklärt ihn als unverkäuflich. Demo Ichiban Tsuyoi Tokoro wa Iro. Und da geht es überwiegend um die Senffarbe, weil er so einen nicht hat. Demo Maino Uritakunai Yori Karadaba Shita. Also, aber zu den vorangegangenen ist die Körperform nicht so gut. Also hier wieder einer, der nicht verkauft wird. Und da ist ganz geil, schauen Sie mal den Kopf an. Der Kopf sieht aus wie der von einem Ranchu. Ranchu mit deiner Ano Atama. Googeln Sie einfach Ranchu, R-A-N-C-H-U, dann wissen Sie, was wir meinen. Und das ist jetzt ein Koi,
Karashi, der hat ein brutales Mehaba, also einen wahnsinnigen Augenabstand, aber dann ein zu kleines Mesagi, also die Linie von den Augen vor. Und das gibt ihm so einen richtig bulligen Kopf. Aber die Körperlinie ist spitzenmäßig, Saiswa, Arogucukokudai. Also 65 und auch geiles Rückgrat. Dicker Schwanzansatz, rot in der Brustflosse. Makoto, wenn er wegläuft, dann nimmt er die Fische immer und wiegt sie. Ja, so. Weil für ihn ist wichtig, wie schwer ist ein Fisch, weil Muskelmasse ist schwerer als Fett. Kinikua, ano aburayori, omoides, ne? Und genau darum geht es, dass er guckt, ist der Koi kräftig, weil er fett oder weil er muskulös ist. Ob man das jetzt genau so machen kann, das lassen wir einfach mal dahingestellt. Aber ich glaube, man kann da schon für alles ein Gefühl entwickeln, so wie wenn man jeden Tag ins Wasser greift, irgendwann mal in einem gewissen Temperaturbereich auch ziemlich genau weiß, wie viel Grad es hat. So, und hier dürfen Sie auch nochmal auf die Schnelle raten. Schauen sich alles genau an. Körper ist genial. Karada war Subarashi, ne? Ist wirklich genial. Kopf zu klein, zu spitz. Und ansonsten ein sehr guter Koi, auch geile Farbe. Deshalb nur die mittlere Preisklasse. So, wir kommen zum letzten Koi des Tages, bevor wir nachher mal in allen Becken kurzen Sauerstoff und die Pumpen ausmachen, um Ihnen mal die Selektion zu zeigen. Sind ja in drei Klassen selektiert. Und ich vermute stark, dass es sich hier auch nochmal um ein Uritakunai handelt. Bin mir aber nicht ganz sicher, weil ihm etwas an Höhe fehlt. Entweder Mitte, aber sie stört was anderes. Tut der Magatorio? Ah, der Kopf geht vorne ein bisschen. Oh ja, tatsächlich. Hey. Körperform ist geil, aber der Kopf geht seitlich ein bisschen weg. Das ist natürlich schade, aber auch solche Koi gibt es. Schauen Sie mal das geile Kokinami an. Und ja, aber auch ein Koi, der über 100 cm werden kann. Und nachher schauen wir uns, wie gesagt, noch. Morgen ist der arme Teufel im Regen stand mit kurzen Hosen. Und nachher schauen wir uns noch hier die drei Becken an. Und dann sehen Sie mal, was es heißt, Koi zu selektieren. Also bevor die jetzt alle auf dem Truck verschwinden, im LKW. Hier sind die Uritakunai. Das sind die, wo Makoto und am Ende auch zusammen mit seinem Vater festgelegt hat, dass die jetzt nicht in Verkauf gehen, sondern weiter zum Super Jumbo großgezogen werden. Wir werden zu den Teichen, der Vergleich Iponmatsu und Maeda, noch einen extra Block machen, weil sich da was sehr Interessantes und auch für Sie Interessantes ergeben hat, wo ich mich gerade lang mit Makoto und seinem Vater drüber unterhalten habe. Wir haben heute 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, einer ist schon auf dem LKW, 14 unverkäufliche, wohingegen wir gestern bei der gleichen Anzahl an Koi, die in den Shop kamen, Kinowa, Nambikiba, Uritakunai Koi? Nanahiki. Also hatten wir gestern nur die halbe Anzahl. Und da werden wir noch einen extra Block dazu aufzeichnen. Also das hier sind hervorragende Koi. Immer ano Ikeno Pambo, stop, kudasai. So, Makoto macht kurz die Pumpe aus. Marc wird hier mittlerweile, gerade Konishi gesagt, als vollwertiger Mitarbeiter angesehen. Darf im Prinzip alles machen, außer die wahrscheinlich Super-Jumbo-Koi von der Hand umsetzen. Das wird er aber auch nicht wollen. Aber ansonsten genießt er das volle Vertrauen der Konishi. Er ist jetzt schon das dritte Mal dabei, jeweils 3 Wochen. So, hier haben wir eine Stufe darunter. Und so auf den ersten Blick wahrscheinlich nur schwer zu sehen. Aber wenn man am Becken ist und gerade alle Fische mal fotografiert hat, es sind aber auch die von gestern mit drin, dann sieht man da schon einen deutlichen Unterschied. Gerade was die Körperstruktur, die Körperlinie, die Höhe, die Kopfgröße etc. pp. angeht.
wenn ich jetzt gerade nochmal 1:1 rüberlaufe zu denen, dann werden sie es wahrscheinlich gleich wahrnehmen. Und der Unterschied ist schon deutlich. So, dann gehen wir, das war also die mittlere Preisklasse. Marco Cocimone, gleiche Masse. Und das ist das Becken der günstigsten. Noch da machen wir kurz. Daijub. Das ist zu viel Eck. Und da sehen Sie auch gute Karashigoi, Tadegoi, Koi, die auf 1 Meter und eventuell auch mehr wachsen können, aber die einfach mit dem Besten des Jahrgangs nicht ganz Schritt halten können. Aber das ist eben Koi, dass man vermeintlich Zwillinge produziert, die aber am Ende doch alle komplett unterschiedlich sind. Und wir haben es ja auch gesehen, selbst bei den Uritakunai-Koi, der Beste zum Schlechtesten, in Anführungszeichen, wenn man da das Wort schlecht verwendet, fühlt man sich ja schon schlecht. Und Konishi hat heute seinen freien Tag und kommt trotzdem rüber, schaut sich das Ganze an. Und wann immer die beiden die Möglichkeit haben, über Koi zu philosophieren, dann tun sie das. So, Ihnen vielen Dank für Ihr Interesse. Ich denke, wieder ein lehrreicher Block. Sie haben gesehen, auch ich kann mal fürchterlich daneben liegen, von unterster Qualität, wo ich getippt habe, bis hin zu Uritakunai, dass er unverkäuflich war. Aber das ist Koi und da liegt jeder mal irgendwann daneben. Machen Sie es gut und schauen Sie mal wieder rein. Hi, arigato gozaimashita.